Adveniat wird 50. Und zum Jubiläum hat das katholische Hilfswerk seine aktuelle Advents- und Weihnachtsaktion mitten in einem armen Viertel von Sao Paulo eröffnet. Seit 1961 steht Adveniat an der Seite der Armen und sammelt Spenden für kirchliche Hilfsprojekte in Lateinamerika. Ich denke, wenn man 50 Jahre auf den Buckel hat, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, ist das ein Grund zu feiern. Man kann zurückblicken, was ist gewesen, und man blickt voraus, was wird auf uns zukommen. Man ist so in der Lebensmitte, und ich denke, das ist eine Zeit, in der wir viel Kraft haben, um auch neue Initiativen entwickeln zu können. Rund 3 Milliarden Euro sind bisher zusammengekommen. Damit wurden insgesamt schon mehr als 200.000 Hilfsprojekte in ganz Lateinamerika unterstützt. Kirchliche Partner vor Ort sorgen dafür, dass das Geld auch da ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Das Hilfswerk ist weiterhin seiner Ursprungsintention treu und unterstützt mit den Geldern der Spenden aus Deutschland seelsorgliche Aktivitäten. Angefangen vom Bau von Kirchen über Pfarrhäuser, Pfarrheime, Unterstützung von Priestern und Priesteramtskandidaten, Ordensleuten und Laien, die in der Seelsorge tätig sind, bis hin zu solchen Aktivitäten, die helfen, dass Menschen aus ihrer Not herauskommen. Denn die Hilfe ist notwendiger denn je. Auch wenn viele der Staaten zwischen Mexiko und Feuerland inzwischen zu den sogenannten Schwellenländern gerechnet werden. Nach 50 Jahren können wir sagen, dass sich in Lateinamerika sehr vieles entwickelt hat. Die Menschen sind vorangegangen, haben Fortschritte erreicht und verwirklichen können. Aber die Situation hat sich noch insbesondere, was die Armut betrifft, verschärft. Es gibt eine immer größere Armut und es gibt wohl auch einen großen Reichtum in manchen Gruppierungen und sozialen Schichten in Lateinamerika. Und als Kirche, denke ich, sollten wir dastehen, wo Jesus selbst gestanden hat, nämlich auf der Seite der Armen. Jedes Projekt muss in erster Linie den Armen zugutekommen. Das ist und bleibt eines der wichtigsten Prinzipien bei der Förderung durch Adveniat. Egal, ob es um Bildung geht, um die Arbeit für Straßenkinder, um die Ausbildung von Priestern und Laien oder um Gesundheits- und Umweltprojekte. Mein größter Wunsch für Adveniat ist, dass wir mit viel Enthusiasmus, mit viel Freude und Hoffnung weiterhin Partner der Menschen in Lateinamerika sein können und dass uns dann die Menschen in Deutschland bei dieser Partnerschaft unterstützen. Auf alle Fälle bleibt viel zu tun für Adveniat, auch nach 50 Jahren.